So, also Leute, wie versprochen heute der Food-Teil meines DM-Hauls. Was habe ich alles gekauft an essbarem Stuff, Leckereien? Nein, aber vor allem auch Dingen, die ich einfach immer im Haus habe. Ne? Ist vielleicht ganz interessant für euch. So, als erstes Mandeldrink. Mandeldrink immer im Haus haben. Für Mandelmilch, Kakao, für weiß ich nicht für alles. Es gibt wirklich ganz, ganz große Unterschiede bei Mandelmilch, ne? Da müsst ihr mal gucken, was steht denn da drauf, was ist da eigentlich drin. Bei ganz vielen ist die Zutatenliste so ellenlang, da ist noch alles Mögliche drin. Hier haben wir wirklich nur Wasser, Mandeln und Meersalz drin. Bio, wunderbar. Ja, Pflanzenmilch aller Art, aber vor allen Dingen Mandelmilch ist für mich die perfekte Alternative zu Kuhmilch, Leute. Kuhmilch trinken wir nicht, ne? Ich denke, das ist uns allen mittlerweile klar. Kuhmilch trinken wir nicht und nein, ich bin kein Veganer. Ob Veganer oder nicht Veganer, Leute, Kuhmilch trinken wir nicht. Also wer noch Kuhmilch trinkt, der hat in seinem Leben irgendwas falsch verstanden. So, Kokosdrink auch sehr, sehr zu empfehlen. Der ist noch kalorienärmer, 15 Kalorien pro 100 Milliliter hat der und schmeckt sehr lecker. Ja, kannst auch deine Proteinshakes mischen oder so, falls du da nicht so drauf stehst, da nur Wasser zu nehmen oder so. Aber ist auch eine schöne Alternative, gerade für zum Kaloriensparen auch immer gut, ne? Oder eben Müsli oder Haferflocken oder zum Backen oder zum Kochen oder zum Kakao machen oder was auch immer, ja? You know, I love my fats, my healthy fats. Und ihr wisst, wie wichtig Fett in der Ernährung ist. Also esst eure Nüsse, Leute. Esst eure Nüsse, aber übertreibt's nicht. Aber esst sie, ne? So, ich verlinke nochmal hier auf das Video, damit ihr wisst, wie wichtig fit auch Fett in der Ernährung ist, Leute. Um schlank zu bleiben, um schön zu bleiben, eine schöne Silhouette zu haben, um zufrieden durchs Leben zu gehen. Was ich auch immer im Haus haben muss, was ich immer kaufe im DM, sind Gemüsesäfte. Ich liebe Gemüsesäfte. Ich liebe sie. Ich mag die so gerne und die sind sehr gesund, sofern man die richtigen kauft. Also den finde ich sehr, sehr lecker. Ich bin wirklich so ein Gemüsesaft-Junkie geworden, vor allen Dingen Möhrensaft. So, ich weiß nicht, als Snack zwischendurch auch. Ja, oder Möhrensaft mische ich ja wirklich gerne auch mit Vanilleproteinpulver. Mache ich mir leckere Proteinshakes noch von Gemüsesaft. Ich weiß nicht, ich mag ihn so zum Hungerstillen zwischendurch. So als Snack, wie gesagt, der schmeckt so lecker und der ist wirklich auch sehr gesund. Und Romeo trinkt den auch sehr gerne. Man sollte darauf achten, dass zum Beispiel der Karottensaft milchsauer vergoren ist. Und dass eben alles Bio ist und dass es Direktsaft ist und kein Konzentrat. Und dann haben wir da wirklich eine sehr, sehr gesunde kleine. Ja, kleinen Snack einfach. Finde ich sehr, sehr schön. Ich liebe das Zeug. Ich kann euch nicht beschreiben, wie sehr ich das liebe. Es ist zwar schweineteuer, so ein Fläschchen, irgendwie fast 3 €. Aber Leute, das ist es mir sowas von wert. Ich liebe es. Eisgekühlt muss das sein. Das ist nur wirklich ganz hochwertiges Kokoswasser mit Bio-Rohkakaopulver. Und das eisgekühlt, es schmeckt so fantastisch. Und es gibt es auch noch in nur dieses Kokoswasser pur mit so Kokosnussfleisch, Fruchtfleischstückchen quasi. Ich finde es fast noch geiler, nur das war jetzt leider ausverkauft. Leider, weil die Sunny da jeden Tag hingeht und sich so ein paar Drinks holt. Ich schwöre euch, ich stehe so sehr auf das Zeug. Ich liebe es, es ist so refreshing und ne. Ah, oh, ich möchte es nie mehr missen. Ich will das am liebsten jeden Tag trinken, den ganzen Tag. Ja. Ja, Erdnussmus habe ich immer im Haus. Wir lieben das alle, ich und Römi vor allen Dingen, mein Mann auch. Wir lieben das einfach. Immer habe ich das im Haus, weil das ist komplett ohne Zusätze und Bio und von daher good to go. Think of my words. Fat is important. Natürlich müssen wir bei so Sachen wie Nüssen und so müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Es schmeckt so geil. Da hast du schnell ordentlich Kalorien zusammen, musst du gucken, dass du nicht zunimmst. Aber ich sage euch ja immer wieder, achtet auf euer Fett und dann geht das auch. Dann findet ihr viel, viel besser die Balance und viel, viel besser euren Sättigungspunkt. Ja? Und dann müssen wir natürlich aufhören. Das ist die große Kunst. Ja? Aber nothing too difficult for us. Ja? So. Das ist auch so ein Basic, was ich immer zu Hause habe für irgendwelche Tomatensüßchen, Tomatensuppen, was auch immer, ne? Die Passata am liebsten mit Kräutern, ja? Kommen wir zu den Leckereien. Also gut, ich weiß nicht, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich liebe so Gummizeug, so Gummitierchen und so weiter, ne? Ich liebe alles. Die Krönchen, ja? Selbstverständlich brauchen wir die Krönchen und die sauren Kätzchen. Die kannte ich noch nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also bei diesen Beauty-Sweeties muss man sagen, man hat vielleicht ein besseres Gewissen, weil da irgendwie Q10 und Hyaluron, Kollagen, weiß ich nicht, was da alles drin ist. So Beauty-Wirkstoffe noch.
Und da steht Natur pur drauf und so. Aber Leute, das ist jetzt eigentlich auch, da kannst du auch Haribo essen, ja. Von daher, das ist kein Unterschied. Ja, und ich bin da auch schon lange nicht mehr derjenige, der da nach irgendwelchen möchte gern gesünderen oder zuckerarmen Alternativen bei Gummibärchen sucht, weil das ist auch wieder das Ding, das befriedigt einen nicht so wie das Original. Und dann lieber das Original direkt, bevor man sich da durch etliche möchte gern Ersatzprodukte da durchtestet, die einem alle nicht das geben, was einem das Original geben könnte. Versteht ihr? Es gibt immer nur ein Original. Genau. Alles andere ist fake und ist einfach nicht das Original. Versteht ihr? Deswegen bleibt von vornherein beim Original. Ja, gönnt euch das Original und dann seid ihr wenigstens glücklich und zufrieden. Und dann müsst ihr euch nicht durch lauter komischen Scheiß durchtesten mit irgendwelchen komischen Süßungsmitteln, die kein Schwein verträgt. Ja, und so weiter. Versteht ihr? Mit Balance und mit bisschen Maß können wir uns das alles ab und zu erlauben. Und alles ist gut. Ja, auf jeden Fall, die hier sahen aber einfach gut aus. Ne? So saure Katzen und Krönchen und so mit bisschen Schaumzucker. Die haben halt keine Schweine-Gelatine bzw. gar keine tierische Gelatine drin. Und das ist halt gut. Because I don't eat pig and stuff from the pig. As you already know. Ja, da bin ich gespannt. Kommen wir zu Riegeln. Also ihr wisst, wenn ihr einen richtig geilen Proteinriegel essen wollt, der wirklich einfach grandios schmeckt, dann ist es der Zeckplus Legit Bar. Mein Favorite ist da der Peanut Butter Jelly, aber der Vanille ist auch extrem geil. Die sind beide so lecker, ja. Aber natürlich kaufe auch ich mal fremd, ja, vor allem im DM. Also wenn ich im DM Riegel kaufe, dann sind das immer die gleichen. Und die haben sich wirklich bewährt und alle anderen finde ich doof, ja. Dieser Lower Carb Crunchy Bar for Women. Ja, so mega low carbs jetzt auch nicht, aber Kirschjoghurt und Geschmack ist das und Crunch hat das mit drin und ich liebe alles, was Crunch hat und alles, was irgendwie mit Joghurt Geschmack zu tun hat. Von daher, ich finde es sehr gut. Diese beiden, muss ich zugeben, sind wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also die kann ich wirklich empfehlen, muss ich neidlos zugeben, ne? Man muss auch halt schon auch mal denen das zugestehen. Aber es gibt da noch ein paar andere Sorten, ja. Die habe ich auch alle durch, die lohnen sich nicht. Also wirklich nur die da. Weil die sehen sich alle so ähnlich. Da muss man aufpassen, Leute. Nur die, wo wirklich abgebildet ist, dass da Peanut Butter drin ist. Die sind wirklich geil, ja. Also hier White Chocolate Coconut Flavor. Da steht noch nicht mal was mit Peanut drauf. Ihr müsst gucken, ja. Die Bildchen. Da muss hier die Peanut Butter drauf sein. Dann habt ihr den richtigen Riegel gewählt. Ne? Nicht verwechseln mit den anderen Sorten. Nur die beiden sind die geilsten. Also vor allen Dingen die da. Ja? Vor allem die da sind es. Und noch so ein paar Superfood Energy Riegel. Also diejenigen, die mich schon von Anfang an verfolgen, die wissen das. Ne? Ich habe die schon immer gekauft mit Rümli zusammen. Die da. Superfood Riegel, Kakaonips und Erdmandel von DM Bio. Ich weiß nicht. Also vielleicht verbinde ich damit auch so ein bisschen die Zeit früher, als Romeo klein war. Wir haben die immer gekauft und immer gegessen. Die sind sehr clean und ich mag die einfach. Ich mag die irgendwie. Aber es ist halt schon so ein Rohkostriegel, ne? So ein Superfood-Riegel. Dann gibt es noch einen Riegel. Da muss ich sagen, gehen die Credits an die Gerrit Rux, falls ihr sie kennt. Auf Instagram, Fitnesschick. Ich mag sie sehr gerne. Und es ist auch so eine ihren Empfehlung, kannst du immer vertrauen, ja. Und hat einen guten Geschmack. Und er hat so geschwärmt von diesem einen Riegel, dann habe ich ihn probiert. Boah, Leute, das ist wirklich so geil. Also danke, liebe Gerrit, für diese Empfehlung. Es ist, man meint vielleicht auf den ersten Blick, okay, Bounty, aber Leute, das hat mit Bounty nichts zu tun. Bounty ist ein Scheißdreck dagegen, ja. Zumal ich mag Bounty gar nicht. Und deswegen, ich hätte den Riegel eigentlich auch gar nicht geholt, wenn die Gerrit mich nicht so damit angefixt hätte, ne. Und ich bereue es keine Sekunde, weil diese Riegel ist so lecker. Ich würde auch sagen, egal ob du auf Kokos stehst oder nicht, diese Riegel ist so lecker. Ich meine, ich mag Kokos, aber ich bin jetzt auch nicht der Kokos-Freak, ja. Wie gesagt, Bounty toucht mich gar nicht, aber das hier, das ist Next Level Shit, das ist was völlig anderes. Ganz anderes Game, ganz andere Liga. Also, Leute, den, ne, kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, es ist von den Nährwerten jetzt auch nichts Besonderes. Also es ist nicht unbedingt jetzt hier ein Schlankriegel oder toll Low Carb oder Low Calorie. Nein, also es ist auch vergleichbar mit einem stinknormalen Bounty oder Schokoriegel. Aber es ist natürlich somewhat cleaner von den Inhaltsstoffen her und Bio. Und das ist natürlich dann schon ein klarer Vorteil gegenüber einem herkömmlichen Drecks. Schokoriegel wie zum Beispiel Bounty. Sorry, kenne ich keine Gnade, ja? Dreckszeug einfach. Kann man ja mal alles zwischendurch machen, aber nicht zu oft, Leute. Natürlich, man muss natürlich auch sagen, auch wenn ich zwischendurch so ein Dreckskram esse, heißt es noch lange nicht, dass ich den befürworte, ja? Aber balance, you know,
human, we have our days when we eat some crap. Ja, Leute, das war mein Haul. Mehr habe ich nicht gekauft. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen zu irgendwas inspirieren. Kauft keinen Schrott. Kauft möglichst alles Bio. Ihr habt nur diesen einen Körper und der Körper wird es euch danken. Trust me, believe me and you will see what it does for you. Das ist ja alles präventiv, was wir hier machen. Präventive gesundheitliche Investition. So, Leute, macht's gut. Haltet euch fit, ernährt euch gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.